Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und mit meinem guten kleinen Penguin. Und es hat sich einiges getan im letzten Update. Wir hatten ja vor einer Weile darüber geredet, was alles in Star Stable neu reingekommen ist. Und da hat sich jetzt einiges dazu getan, denn wir hatten ja bei Mainheim einige Sachen stehen. Und ich zeige euch, was sich alles jetzt so in letzter Zeit verändert hat. Fangen wir einmal an. Das erste, was war, hier waren ja diese ganzen Erntewichtel aufgereiht. Und warum standen die hier? Weil wahrscheinlich die NPCs da für die Quest, aber für die Quest-End-Sache dann eben hier standen. Wenn man jetzt hingeht, seht ihr, dass die Quest vorbereitet erscheint, denn hier steht aktuell nur noch ein Wichtel. Warum konnte nur noch ein Wichtel hier stehen? Naja, ganz einfach. Weil die Quest jetzt schon auf den Punkt zurückgesetzt ist, dass dann das Ganze demnächst starten kann. Und wann genau? Die Quest startet nämlich nächste Woche. Weiter im Takt, ihr kennt ja noch die ganze Sache mit der guten Sabine. Und bevor ich jetzt mich ja noch ewig verreite, reiten wir einmal zu dem guten Gary Goldzahn. Denn da hat man ja Sabine hier oben auf der Klippe stehen sehen. Und welches Anzeichen gibt es noch dafür, dass die Quest zurückgesetzt wurde? Ja, Sabine ist weg. Sabine steht nicht mehr hier oben. Und wo wir schon mal hier sind, gibt es jetzt auch einen guten Indikator, wo die ganze Questline losgehen wird oder wo zumindest es auf eine gewisse Weise weitergehen könnte. Denn wenn ihr in Feargrove einfach mal so ein bisschen hier die Augen vor euch so offen halte, dann ploppt ab und zu mal teilweise so ganz unbekannte Sachen auf. Und wenn man hier so lang reitet, dann sieht man, dass man zwar nicht sieht, aber ich glaube hier in der Art war das Ganze. Denn hier seht ihr so ein bisschen wie so eine Nebeltrennwand. Und hier seht ihr dann auch schon genau in diesem Bereich, wo diese komische Trennwand ist. Da haben wir dann hier auch gerade so ein Quest-Symbol. Also hier könnte dann auch gut und gerne so das Ganze dann weiter und oder losgehen. Das wissen wir ja auch nicht genau. Sehr wahrscheinlich ist sogar, dass es da losgehen wird, weil das ja so dieser Eingangsbereich ist von der ganzen Feargrove Wildwoods Bereichsaktion. Und worum wird es überhaupt in der Questline gehen? Es ist ja jetzt schon bekannt, dass es um eine verschwundene Druidin geht. Die verschwundene Druidin, die hatten wir in einem der letzten Videos schon gezeigt. Das war die gute Zahar, die auf einem Runerunner nämlich schon vor kurzem im Spiel drinnen war und oben auf dem Berg stand. Und wir gucken jetzt nämlich auch nochmal zu dem Punkt hin, wo diese gute Zahar stand. Wahrscheinlich werden dann nämlich übrigens diese Wichtel uns zu Zahar geleitet. Also entweder beginnt die Quest hier in Feargrove und wir werden dann zu dem Wichtel geschickt, der nach ihr suchen lässt. Wie auch immer, auf jeden Fall werden wir da dann sehr wahrscheinlich auf die gute Sabine treffen. Heißt jetzt übrigens nicht im Umkehrschluss, dass wir die Nachtreiter als Rework bekommen. Denn Sabine ist ja nur eine. Und es scheint nicht so, als würden jetzt direkt alle gereworkt werden. Sondern wahrscheinlich wird nur Sabine erstmal so als kleines Update und auch eher so als Update für die aktuelle Questline kommen. Und die alte Sabine, denke ich mal, bleibt dann auch so, wie sie aktuell nämlich ist. Und wir machen uns jetzt einmal kurz einmal hier auf und ich rutsche wieder runter. Ist manchmal ein bisschen schwierig, gerade wenn man Level 1 ist, ist natürlich der ganze Speed ein bisschen ein anderer. Man kommt da sehr, sehr schlecht nach oben. Ja, ihr seht es gerade, ist ein bisschen schwierig. Aber ich kann euch auch schon sagen, während wir das hier noch ein bisschen probieren, ich war da schon oben und was soll es anders sein? Bisher ist Zahar dort immer da oben gestanden, wahrscheinlich weil sie dort getestet wurde. Und jetzt können wir schon mal so als kleinen Spoiler was verraten hier. Denn die gute Zahar steht nämlich auch nicht mehr hier oben. Die ist nämlich auch weg. Also scheint es so, dass die Quest wahrscheinlich fertig ist. Und ganz und gar schon zusammengebastelt wurde. Also die einzelnen verschiedenen Bereiche, Zahar, die Wichtel, Sabine, sind jetzt alles schon an ihrem Platz. Die Quest ist quasi schon auf, kann jetzt starten.
und wird dann sehr wahrscheinlich sich so aus diesen Bereichen zusammensetzen, die wir ja jetzt schon gesehen haben. Worum wird es aber genau gehen? Einer der Druiden, nämlich die gute Sahar, ist verschwunden und sehr wahrscheinlich werden die Wichtel uns damit beauftragen, sie zu suchen und dabei werden wir auf Sabine stoßen. Klingt jetzt nicht besonders nach einer langen Quest, vermute ich ehrlich gesagt auch nicht, aber man kann immerhin schon sagen, nach dem letzten Mal der Fripp-Quest ist es schon eine recht kurze Zeit für Star Stable-Verhältnisse, wann die nächste Quest kommt, denn man darf nicht vergessen, wie lange es davor gedauert hat, bis eine neue Quest reingekommen ist. Also es scheint, dass Star Stable jetzt wirklich sowas integriert hat wie ein Quest-Team, weil das war ja immer so ein bisschen es war immer ein bisschen so diese Problematik, dass Star Stable ja kein wirkliches Quest-Team hatte und es daher schwierig war, überhaupt erstmal mit neuen Quests zu rechnen. Soweit so gut aber auch. Es sieht also sehr stark danach aus, als würde sich das Ganze so abhandeln. Und dann geht es dann nämlich hier in diesen geheimen Bereich rein. Was heißt geheim? Der Bereich, der sich aufgetan hat. Und dann hier seht ihr das Ganze nochmal. Diesen Runenstein, den dann sehr wahrscheinlich auch die Sabine von oben so in einer Art zerstören wird. Was genau es damit auf sich hat, also ob sie damit versucht, die Macht der Soul Rider zu schwächen oder vielleicht ihre eigene Macht zu steigern, das wissen wir noch nicht genau. Und wie das Ganze aussehen wird, werden wir dann erst am Mittwoch sehen. Sieht aber auf jeden Fall nach einer richtig coolen Quest aus. Ich hoffe, dass sie Sabine gut integrieren in das ganze Sache, weil sie ja so stark anders ausschaut. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ob ihr euch schon auf die Questline vom Mittwoch freut. Es hat sich auf jeden Fall wieder einiges getan am Mittwoch. Und beim letzten Update, ich bin gespannt und sag hier schon mal, haut rein, einen wunderschönen Tag euch noch und einen schönen Start ins quasi schon Wochenende. Bis dann, ciao, ciao. Without you, it's like I can't breathe, I can't breathe, yeah. Girl, you know you made me see, and you know you made me feel. Don't run away, please don't leave, please don't leave me. Hey, you know I love you so much, you know I can't let go, you know I can't get enough, you know I want more of your touch, you know I adore you so much. Baby, I can't help myself. Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you stay.